Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freshman Backstage. Ich bin mit Felix und Justus auf dem Weg zur MS Stubnitz. Das ist ein Schiff im Hamburger Hafen. Und dort werden wir jetzt am Wochenende eine Produktion machen. Und worum es da genau geht, das erfahrt ihr jetzt. Von mir. Herzlich willkommen. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Aufbau. Wir bauen heute ein kleines Techno-Festival auf. Das Ganze geht über 12 Stunden insgesamt. Und morgen 17 Uhr geht's los. Am Sonntag ist um 5 Uhr Feierabend. Und dadurch, dass der Tag morgen nicht ganz so lang gehen soll, bauen wir heute schon auf. Also Tatsache ist, wir haben statt Gangway jetzt einen Kran. Also Upgrade. Und hoffen, das funktioniert und es fällt nicht ins Wasser. Dann wäre es ein Downgrade, ehrlich gesagt. Arbeitsauftrag gerade ist, alle Lampen einmal auf die Bühne zu packen. Danach verteilen wir die, verkabeln und hoffen, dass alles funktioniert. Ich mache hier gerade eine klassische Strom-Daisy-Chain. Da geht man einfach mit dem Stromkabel bei der einen Lampe hinein, zur nächsten hindurch und dann eben die ganze Reihe entlang. So, ne? Das war der erste Aufbautag. Ging natürlich auch wieder schön lange, wobei eigentlich ging dann doch alles relativ fix mit dem über den Kran hereinladen und dann alles aufbauen. So, wir hatten ja ordentlich Unterstützung hier. Deswegen jetzt sind wir jetzt um 11 eigentlich mit allem durch und können jetzt Feierabend machen. Ja. Morgen sehen wir uns dann gegen Nachmittag hier wieder, machen letzte Lichtchecks und dann kann eigentlich die Party losgehen. Ne? Ich freue mich. Gute Nacht. Es ist der nächste Tag. Wir haben Soundcheck, deswegen kann die Lichtkugel ein bisschen oben auf dem Schiff chillen und das gute Wetter genießen. Ja, wir warten jetzt hier ein paar Stündchen und dann geht nachher die Party ab. Mal sehen, was bis dahin noch so passiert. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Das musst du. Ja. Das musst du eigentlich so eine. Die Sonne geht weg. Ich geh gleich weg. Ja, letztes Durchatmen vor den kommenden 12-Stunden Show. Es ist jetzt kurz vor 17 Uhr, um 17 Uhr ist Einlass. Dann spielen 7 verschiedene KünstlerInnen auf der MS Stubnitz und werden uns mit astreinem Techno die Trommelfälle zerstören. Dazu gibt es natürlich eine 1A Lichtshow. Aber dafür müssen wir jetzt leider wieder in den Schiffsbauch. Ja, aktueller Status. Wir sind soweit fertig und spielbereit. Das ist auch ganz gut, weil es ist seit 1,5 Stunden Einlass. So langsam kommen die Gäste. 19 Uhr geht's los. Also wir haben noch so eine roundabout eine halbe Stunde. Wir hatten noch so ein paar Probleme mit der Haustechnik, also mit dem Haussystem hier. Das haben wir aber gefixt bekommen und ja, sind eigentlich soweit spielfertig. Wir hazen jetzt ein bisschen ein. Es wird noch ein paar Lichtstimmungen werden noch angepasst und vorbereitet und dann geht's los.
So, aktuelle Uhrzeit. 5.35 Uhr. 12 Stunden. Hier das Licht gedrückt als schönes Viererteam. Immerhin Zweiergrüppchen. Ich glaube, das war sehr, sehr erfolgreich, würde ich behaupten. Ich glaube, wir haben sehr positives Feedback zurückbekommen. Jetzt geht's los mit Abbau. Kurzen Plan schmieden, wie wir vorgehen, und dann geht's los. Tschüss! Morgens, kurzes Abschlussgespräch und dann in der U-Bahn einschlafen. Ich schmeiß alles hin. Ist das jetzt so symbolisch? De facto bin ich müde. De facto bin ich sehr müde. So, wann haben wir angefangen heute? Um 12.30 Uhr. Gestern um 12.30 Uhr haben wir. Wir haben 20 Stunden gearbeitet. Man sieht, Hannes Augenringe. Ja. Stellvertretend für uns alle. Was ist denn gerade das Ziel dieser Konversation? Können wir das? Ja. Nee, Dankeschön fürs Zuschauen bei Freshman Backstage. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt: Müde mit Panik. Die Doku-Serie jetzt auf RTL 2. Tschüss.